ein Sprachkünstler kommt zu uns. Er hat sich vor, glaube ich, 12 Jahren vom Fernsehen verabschiedet, weil ihm das Medium zu blöd war. Mhm. Mittlerweile reist er nur noch und schreibt großartige Bücher. Er schreibt einen schwindlig und er ist immer wieder ein Ereignis. Wir freuen uns sehr auf Roger Willemsen. Hallo. Lieber Roger, schön, dass du da bist. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Alles von diesem, was war das, tschechischen Kram, wo man blind von wird? Magst ja. Abkratzi? Abkratzi sehr gerne. Ja. Im besten Falle blind. Ja, ja. Und so, danach habe ich dann den wertvollsten Satz dieser Sendung einzubringen, ich wiek's überall hin. es war mir ein bisschen peinlich. Dass man das darf. Ich habe es extra wiederholt. War es dir wirklich peinlich? Nein. Nein. Ich meine, entschuldige mal, das manchmal sind so Sätze, die bleiben hängen, oder? Ja. Ich mein, bei mir ja. Ja, und eben, auch. Das ist auch gefährlich, wenn Roger Willemsen da ist, kann es sein, dass dieser Satz eventuell in einem deiner nächsten Bücher auftaucht, weil du schreibst Momentum. Auch in Momentum ja. Über zufällige Begegnungen oft. Und kann ja sein, dass du dann schreibst, war in einer seltsamen Fernsehsendung, habe einen Kabarettisten kennengelernt, der in der Fernsehsendung ja. Tatsächlich gesagt hat, ich wichs, bis ich tot bin oder was. Kann es sein, dass Nia Warani in einem deiner nächsten Bücher auftaucht? Er wird jetzt auftauchen. Das geht ja nicht mehr anders. Aber er hat die Größe gehabt, an bestimmten Stellen zu schweigen, wo man weiß, jetzt bereitet er wieder was vor. Ja, man sah auf dem Monitor. Man kann ihm beim Denken zuschauen. Man kann ihm zuschauen. Ja. Man guckt gerne in das Gesicht. Ich traue mich nicht in die Richtung zu reden, weil ich glaube, das Mikro. Es ist auf der anderen Seite. Ja, du musst leider mit den beiden reden. Aber oder so. Oder so. Aber ja. Das ist wirklich. Ich meine, du kennst Menschen und du hast, glaube ich, einen guten Blick für Menschen. Mir geht es genauso. Also du warst ja auch schon mal bei uns. Ja. Du warst schon zweimal bei uns. Ja. Als du das letzte Mal bei uns warst, und da habe ich dich erst kennengelernt, da war mir auch klar, du gehörst zu diesen Menschen, denen man einfach gerne zuhört. Scheißegal, was du sagst. Mhm. Wenn du sagst, ich wichse in die Ecke, würde meine Mutter auch sagen, Ma, ist das ein lieber Herr. Ja. Ein lieber älterer Herr. Ja, ein lieber älterer. Da ist meine Mutter ganz anders. Ja? Ja. Ist sie streng? Sehr. Ich bin unter ihrem Protektorat groß geworden und bin dann das geworden, was ich jetzt bin. Wie bist du das geworden, was du geworden bist? Boah, das ist aber eine große Frage. Wir haben ein Foto aus von dir, als du gegen, sehr jung. Ja, bitte. Als du sehr jung. Roger als 17-Jährigen, glaube ich. Ja. Warst du damals schon jemand, der das Leben anders betrachtet hat als andere 17-Jährige? Also, wenn man meine Mutter hat, dann wird man so. Und wenn man den Rücken von Nia Warani hat, dann muss man Haare tragen, die eben das verbergen, was im Gesicht genauso aussieht wie der Rücken von Nia Warani. Darf ich fragen, wie deine Körperbehaarung ist? Bist du glatt? Ich bin fast unbehaart, speziell hinten. Seid ihr eigentlich welche, die sich dann auch die Haare verändern am Körper, die dort von sich selber aus wachsen? Oder lasst ihr es wachsen? Meine nehmen Abschied. Sie gehen fallen einfach aus? Ja, sie gehen an bestimmten Körperregionen, aber selbstlos, ohne dass ich viel dazu tun muss. Ja, gibt es Stellen, wo du es bedauerst, dass sie rausfallen? Nein, ich lasse sie gehen, denn man muss in meinem Alter die Größe haben, loslassen zu können. Du bist 57, oder? Ich bin jetzt 57. Du siehst aus wie 54. 56. Nein, er sieht unverändert aus. Er sieht eigentlich seit 10 Jahren unverändert aus. Das ist, weil ich regelmäßig in diese Verjüngungskur hier komme. Ja. Dieses Buch ist fantastisch. Momentum heißt es. Ja. Da versammelst du deswegen eine Schatzkammer von Erinnerungen deines Lebens. Was mich irgendwie, wo ich mir gedacht habe, wie hat er das gemacht? Das sind wirklich hunderte Erinnerungsfetzen, die du aufgeschrieben hast in einer hervorragenden Sprache. Wie schaffst du das? Schreibst du in deinem Leben, wenn du lebst, immer mit? Bist du einer, der ständig Notizen macht? Ehrlich gesagt, ja. Ja, weil man kann sich das ja nicht merken. Immer, permanent. Ja, permanent. Und ich versuche auch Sätze in die Welt zu bringen und dann zu gucken, wie ihre Fortwirkung ist. Ich gehe in eine Bäckerei und sage zum Beispiel aus Schreibmaschinen-Lehrbüchern den Satz, Viktor, bringe dieses Holz nach Xanten. Das kommt auch vor. Und ja. Und dann geht die Bäckerin hin und hat so ein Deutungsdelirium und sagt, was war das denn? Und speziell Menschen, die immer auf der gleichen Spur leben, denen tut es gut, wenn die so einen Effekt kriegen plötzlich. Und die das ganze Leben lang in so einer existenziellen Schräglage denken, da ist einmal etwas passiert. Das hat mich irgendwie irritiert. Viktor, bringe dieses Holz nach Xanten. Ich als jemand, der Xanten kenne, weiß, dass das sehr verwirrend ist, dieser Satz. Ja. Du hast auch in Manila dich in ein Café gesetzt mit mehreren 8-jährigen Burschen, wo alle gedacht haben, ein vollkommen geistesgestörter Sextourist offensichtlich, um mit denen aber ins Gespräch zu kommen. Ja. Was haben die dir erzählt? Das war eigentlich ganz ernst, weil die Kinder mir einfach sagen konnten, wie sie aus ihrer Perspektive das Nachtleben von Manila sehen. Und ich war viel zu unschuldig, um zu merken, dass ein hochgewachsener weißer Tourist zweideutig wirken könnte. Und die Kinder waren großartig. Ich hätte die Stadt niemals sehen können, wenn ich sie nicht so gesehen hätte. Also
das gehört dann irgendwie zur literarischen Perspektive auf die Stadt. Aber suchst du diese Momente oder finden dich die Momente? Sie passieren dir. Du suchst nicht zwanghaft danach, sondern sie passieren dir. Sie passieren mir. Ja. Und wenn ich so privat werden darf, du bist unverheiratet und hast keine Kinder. Das heißt, es ist auch ein Leben, das dir diese Reisen und die Möglichkeit, diese Situation zu erleben, erlaubt. Gott sei Dank. Ja. 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 Heißt das, du bist deswegen nicht in Familienzusammenhängen, weil du dieses Leben unbedingt beibehalten willst? Würde ein Roger Willemsen, der verheiratet ist und 5 Kinder hätte, ein anderer Roger Willemsen sein als jetzt? Er müsste das sein, ja. Er würde diese schlimmen Sätze nicht sagen, die ich hier gelernt habe von meinem Vorbild. Ja. Zweitens, weil das würde ich meinen Kindern nicht zumuten. Zweitens würde ich, wenn ich beweibt wäre und hätte ein Kind, dann würde ich, glaube ich, nicht nach Afghanistan reisen. Außerdem ist der Zustand, in dem ich langsam vor mich hin kompostiere, sehr viel angenehmer, indem ich ihn nicht teile mit jemandem. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich Leiden von der Welt abwende, indem ich niemanden auf die Nerven gehe. Naja, du verwirrst Bäckerinnen. Bäckerinnen sehr, sehr gerne, ja. Aber ich bewahre ja auch ihre Sätze zum Beispiel. Also ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war eine Zeit lang mal Nachtwächter. Und da hatte ich nur zum Finden von Sätzen. Und ich hatte einen Vorgesetzten, der sehr geschwollen reden konnte. Und ich trug eine Uniform in Mausgrau, die ich mit starkem Widerstand versah. Und ich habe immer sehr unpassende Socken dazu angezogen. Wo warst du Nachtwächter? In Bonn, an 30 verschiedenen Stellen in Bonn als Springer. Immer in grauer Uniform? Immer in mausgrauer Uniform. Und ich wollte gerne klar machen, dass ich im Widerstand gegen diese Uniform lebe und habe immer orangene Socken angezogen und so. Und irgendwann hat dieser Chef sich vor mir aufgebaut und hat gesagt, in einem gebundenen Satz, die häufig beobachteten Fantasiezusammenstellungen müssen in Fortfall geraten. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Bergwerk. Dieser Mann, den muss man fördern. Der muss irgendwie, der muss mit ganz anderen Socken stimuliert werden, weil da ist noch was drin. Dann habe ich am nächsten Tag so Autobahnarbeiter Socken angezogen, die fluoreszierten. Und die konnten ihm gar nicht entgehen. Und dann hat er sich vor den Socken aufgebaut und hat, was er am ersten Tag gesagt hat, in 3 Worten kondensiert. Er hat eigentlich dasselbe gesagt, aber er hat mir einen Satz mitgegeben, den ich jedem gratis zur Verfügung stelle. Man kann sehr viel besser damit leben, wenn man diesen Satz hat. Er hat sich aufgebaut, hat auf die Socken gezeigt und gesagt, das gehört verschwunden. Hast du dir damals den Satz aufgeschrieben oder hast du diesen Satz gemerkt bis heute? Sofort gemerkt bis heute, unvergesslich geworden und ich gucke so Fernsehen. Das gehört verschwunden. Politische Parteien, Sexualpraktiken, Essen, alles, das gehört verschwunden. Viele dieser Momente, die du hier in deinem Buch versammelt hast, spielen auch in Restaurants, weil der Reisende sich natürlich in Lokalen aufhält und du lauschst da, was am Nebentisch so abgeht. Eine schöne Passage fand ich. Eine Frau, der die Zähne so stark aus dem Kiefer streben, dass die Oberlippe kaum darüber will, betrachtet das Tote auf ihrem Teller. Ja. Dann sagt sie schnell, I don't like it. Mhm. Unter ihrem Blick stirbt der Fisch ein zweites Mal. Seine knusprigen Augen verraten, die Antipathie wird erwidert. Herrlich, oder? Herrlich. Das ist genial. Ja. Das ist fantastisch. Nun muss man das, was Willemsen macht, vergleichen mit dem, was wir machen. Normalerweise ist jetzt gerade durch die neuen Techniken wie iPhone oder sowas, der Mensch ja ständig unterwegs, senkt den Kopf und schaut auf sein Handy und kriegt überhaupt nicht mal mit, was um ihn herum passiert. Hast du zum Beispiel ein Handy? Nein. Es geht wirklich ohne. Also ich kann es besser ohne. Also stimmt, ich schreibe in altmodischer Kladden. Zeig mal, hast du eine dabei? Das sieht dann so aus, ja. Was hast du heute reingeschrieben? Zum Beispiel, darf man oder ist es zu privat? Nee, ich habe heute nichts richtig notiert, aber ich schließe einen Satz an, der könnte heute gefallen sein, der beim Essen gefallen ist, wo eine Frau guckt, wie ihr Mann Risotto bestellt. Der Risotto ist ein weißer Matsch und der Mann guckt desinteressiert, genau wie er auf den Risotto guckt, ins Gesicht seiner Frau, guckt ihn an und sagt, den hatte ich mir auch anders vorgestellt. Und dann geht die Frau hin, mustert diesen Reis und nimmt nach einiger Zeit den Kopf, ich bitte um Vergebung, nimmt den Kopf des Mannes, küsst den Mann wie ein Kunstwerk. Dann denkt sie immer, nee, ist noch nicht fertig. Und nochmal, nee, ist noch nicht fertig. Und dann sagt sie, dich hatte ich mir auch anders vorgestellt. Und das passiert. Das war in Wien? Das war nie in Wien. Das war nie in Wien. Nee.
Und denke, ich auch, eine Zeit lang habe ich immer Zettel aufgehoben zum Beispiel. Das ist dasselbe Prinzip. Ja. Also einfach, meistens findet man Einkaufszettel oder Handynummern oder so. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, dass ich das mache. Und hat die gesagt, wieso, was willst du denn da finden? Das ist langweilig. Und dann bin ich mit der eine halbe Stunde spazieren gegangen, habe den ersten Zettel aufgehoben, der da lag. Und auf dem Zettel stand wörtlich, keine Lüge: Sehr geehrter Herr Post, ich habe mich entschlossen, Ihnen morgen um 9.15 Uhr die Fresse zu polieren. Wirklich, da musste ich die Frau nicht mehr überzeugen. Das war klar. Polieren mit U. Also, ja. Aber hast du Angst, dass diese Neugier am Leben und auch an den skurrilen Situationen des Lebens irgendwann abnimmt bei dir? Oder wird das so weitergehen, bis du vergreist bist? Das geht hoffentlich so weiter, weil das mit meiner Vitalität unmittelbar verbunden ist. Und ja, dann muss ich mir Gedanken machen über die letzten 24 Stunden. Und wann ich in diesen 24 Stunden den Sex einschiebe, weil ich nicht damit anfangen werde, habe ich mir vorhin überlegt, als ihr darüber geredet habt. Weil ja dann die Postcoitum-Situation ist ja so traurig, dass ich die nicht dann 23 Stunden lang haben will. Also muss ich eigentlich, ja, ist das denn wirklich so? Oder? Ja, ich finde, es ist leichter zum Sterben zu kommen, wenn man es in der 23. Stunde macht. Oder sagen wir mal, man fängt in der 22. an, kurz vor 0 Uhr ist Schluss und sagt man, oh, ich habe eh keinen Bock mehr. Aber wir haben so junge Zuschauer, ich möchte nicht, dass die mit dem Gefühl zurückbleiben jetzt, dass Sex was Trauriges ist. Nein, im Gegenteil. Sehr heiß. In unserem Alter natürlich. Ja. Ja. Beschreib kurz, was sich bei der Verkompostierung deines Körpers am meisten traurig macht. Ja, die Lendenkraft ist nicht mehr die, die sie war. Also dieses fröhliche Rammeln in Hinterhöfen, für das ich bekannt bin. Ich muss heute in Netzstrümpfen auf dem Bahnhof auf und ab gehen, um überhaupt noch irgendjemanden auf und der Restbahnhof. Da lacht ihr aber, Radi, das kennt er. Das kennt er. Und der Einsatz von Potenzmitteln würde dir... Nein, das würde die Frau merken. Die kennen mich ja halb erloschen. Die wollen ja nicht, dass ich plötzlich. Ja. Die wollen ja nicht, dass ich mit selbst öffnendem Bademantel die Tür aufmache. Das sind als Herrengespräche, genauso wie Sie sich schon erhofft haben. Ich darf die Bücher unserer beiden lieben Gäste wirklich wärmstens empfehlen. Der frühe Wurm hat einen Vogel von Michael Niavarani und Momentum von Roger Willemsen. Roger Willemsen wird übrigens am 6.10. im Wiener Rabenhof aus seinem Buch Wie ich dich kenne, nicht nur lesen, sondern auch viel Amüsantes dazu erzählen. Schauen Sie sich das an. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Michael Niavarani und Roger Willemsen.